Thomas Dresen, der hat sich gestern hier schon prächtig präsentiert bei der Spezialabfahrt. Heute hat es, glaube ich, noch mehr Spaß gemacht. Warum liegt Ihnen genau diese Piste hier, diese Abfahrt so gut? Weil es einfach oben was zum Dahinschleichen ist, wo man die Wellen gut arbeiten muss und die Sprünge wirklich frech drüber fahren muss. Und das liegt mir einfach sowas. Und unten der technische Teil, da probiere ich einfach nur sauber runter zum Fahren mit einem guten Zug am Ski und ist mir heute perfekt gelungen, glaube ich. Absolut. Im Vergleich zu gestern sind ein, zwei Tore ein bisschen umgesetzt worden. Man wollte da vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit herausnehmen. Hat das einen Unterschied gemacht? Für mich jetzt persönlich hat es keinen Unterschied gemacht. Es ist halt vom Timing her, kommt das eine Tor ein bisschen früher. Auf das muss man sich halt einstellen. Das ist mir dann leider, war ja da ein bisschen zu früh. Aber ansonsten war der Lauf echt perfekt und ich bin super happy und war auch brutal überrascht im Ziel. Wir haben jetzt schon gesehen, zum zweiten Mal, dass Sie sehr gut abfahren können. Wie gut können Sie Slalom fahren? Das weiß ich nicht. Das muss man schauen, aber ich probiere jetzt einfach nur noch Spaß haben im Slalom. Und weil ja so ist jetzt schon ein genialer Tag und ich freue mich brutal und im Slalom noch mehr Spaß und dann passt das. Wir freuen uns mit Ihnen. Alles Gute für den Slalom. Danke. Servus. Der hat richtig Spaß, oder? Super. Servus. Thomas Dresen, der hat sich gestern hier schon prächtig präsentiert bei der Spezialabfahrt. Heute hat es, glaube ich, noch mehr Spaß gemacht. Warum liegt Ihnen genau diese Piste hier, diese Abfahrt so gut? Weil es einfach oben was zum Dahinschleichen ist, wo man die Wellen gut arbeiten muss und die Sprünge wirklich frech drüber fahren muss. Und das liegt mir einfach sowas. Und unten der technische Teil.